Hey, hey, hier ist Gear & Adventures und heute reden wir mal über Wanderschuhe. Und zwar ist das das perfekte Beispiel dafür, dass man das Rad nicht immer neu erfinden muss und auch einfach Produkte, die sich bewährt haben und durchaus viele, viele Jahre Bestand haben. So auch hier ein echter Klassiker, und zwar habe ich hier den Michael Borneo. Diesen Schuh gibt es seit mindestens 20 Jahren, keine Ahnung wie lange genau, auf jeden Fall gibt es ihn schon ultra lange. Und er hat sich eigentlich in diesen vielen Jahren nur minimal geändert, einfach weil er genau das mitbringt, was man draußen eigentlich als Wanderschuh sucht. Er hat eine feste Sohle, es ist ein klassischer B-Kategorie-Schuh, also fest genug für leichte Touren, für normale Touren, sage ich jetzt mal, in den Alpen, mal einen leichten Klettersteig, ein bisschen ins Geröll. Es ist kein hochalpiner Schuh. Aber er ist halt eben auf der anderen Seite so weich, dass ich den problemlos mal bei uns im Erzgebirge anziehen kann für die ganz normale Wandertour. Straffe Sohle, wie schon gesagt, klassisch für einen B-Schuh. Er kommt mit einer Vibram-Sohle, mit einem wirklich ordentlichen Profil. Der Schuh ist wiederbesohlbar, hat einen umlaufenden Geröllkante, also im Prinzip alles das, was man von einem festen Bergschuh eigentlich erwartet. Der Schuh hier oben mit einem sehr, sehr dicken, hochwertigen Nürburgleder, ganz wenig Nähte, es ist alles aus einem Stück weitestgehend gearbeitet und die paar Nähte, die er hat, gerade hier in der Fersenkappe, sind hier sogar dreifach vernäht, also wirklich sehr, sehr stabil alles gemacht. Ebenfalls die ganzen Nieten für die Schnürung, wirkt alles sehr solide verarbeitet, mit einem tollen Lederinnenfutter der Schuh. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich nicht der größte Freund von Gore-Tex-Schuhen bin. Und bin auch fester Meinung, für die meisten Anwendungen, für die meisten Wandertouren, die man so macht, sollte die Atemaktivität und das Klima ganz klar im Vordergrund stehen. Und genau das bringt der Meindl mit. Ich habe ein super angenehmes Fußklima fast zu jeder Zeit. Und wenn ich mal wettertechnisch wirklich richtig Pech habe, dann kann es schon mal sein, dass man mal ein bisschen nasse Füße bekommt. Aber mit einer ordentlichen Ladung Bienenwachs kriegt man den Schuh dicht genug, dass selbst ein schweres Sommergewitter eigentlich kein großer Stress ist. Wie schon gesagt, der Schuh ist auch wiederbesohlbar, da bietet Meindl einen ganz, ganz tollen Service. Also wer sich für so einen Schuh entscheidet, kann den durchaus auch weit über 10 Jahre nutzen, wenn dann irgendwann die Sohlen verschlissen sind. Wir schicken den ein, der wird bei Meindl repariert. Meindl produziert die Schuhe bis heute auch komplett in Europa. Die Besohlung wird in Deutschland gemacht. Also das ist wirklich eine sehr, sehr hochwertige und sympathische Geschichte. Und ein vernünftiger Volllederschuh, wenn der ein bisschen eingelaufen ist und ein bisschen gewachsen, das wird ein Freund fürs Leben, der passt sich dem Fuß richtig an, dann macht auch eine Neubesohlung an dem Punkt richtig Sinn. Wie gesagt, das ist ein Klassiker für fast jedes Gelände, den kann ich problemlos eigentlich für alle Touren empfehlen. Und bei einem Preis von 229 Euro für einen Europa hergestellter B-Kategorie-Wanderschuh ist das sogar noch nicht mal die teuerste Variante. Im Gegenteil, er ist da deutlich günstiger als die beiden großen anderen deutschen Mitbewerber.